Hey Leute, willkommen zurück zu We Play Old School. Wieder mit mir, Max Holz, am Start zu einer weiteren Folge GTA 5 Tipps und Tricks. Und diesmal geht's um die geheimnisvolle Luke. Ja, hier ist was unter Wasser. An der Stelle, wo ich hier gerade bin, hab mir nämlich mal ein Boot geschnappt. Mit Taucherausrüstung habt ihr gleich automatisch dazu, wenn ihr euch das Boot schnappt hier. Nochmal zur Info, bevor ich hier weitermache, das Boot, für alle, die es nicht wissen, noch nicht mitgekriegt haben, hier steht das immer. Neben dem Flughafen hier am Hafen. An der Stelle. So. Und ich bin hier. Ich zeige es kurz hier. Hier ist der Steinbruch. Nehmt praktisch die Oberkante vom Steinbruch, geht dann hier rüber. Und dann in dem Bereich hier, wo ihr schon sehen könnt, hier ist irgendwie so eine Art Unterwasser-Canyon. Hier geht es tief runter. Ich zeige nochmal kurz. So, ungefähr an der Stelle. Und auch nochmal auf der kleinen Karte, dass ihr es nochmal sehen könnt. Hier seht ihr, da drüben ist ja dieses, so eine Art, zumindest hat es die Formation von einem Art Rechteck, so ein blaues. Und direkt daneben hier, wo diese braunen Spitzen sind, was zumindest ja so braun als braune Spitzen auf dem, auf der kleinen Karte dargestellt ist, hier taucht ihr runter. Und dort befindet sich die geheimnisvolle Luke. Lasst mal abtauchen hier mit Franklin. Dem Buddy. Ich habe schon ein paar Versuche übrigens hinter mir. Ich wurde schon ein paar Mal von einem Hai aufgeknabbert. Mindestens zwei, drei Mal jetzt. Und vielleicht klappt es ja jetzt. Ja, und wenn ihr hier runtertaucht, orientiert euch, wie gesagt, diesen Spitzen. Das sind hier so eine Unterwasserfelsen. Hier, was so aussieht wie eine, ja, so eine kleine Felszunge, so eine Felsspitze, die so hier rausragt. Und direkt hier neben taucht ihr einfach runter, bis ihr auf dem Meeresboden seid. Das ist schon eine gruselige Angelegenheit, so ein bisschen. Unter Wasser, Quatsch, bei Nacht. Bei Nacht ist es noch ein Tick gruseliger. Diese Unterwassergeräusche. Das Knacken und Klopfen oder was das ist. Das Knarzen. Ja, da seht ihr schon, ne? Die mysteriöse Luke in San Andreas auf dem Meeresboden. Tauch, Franklin, tauch. Und dein Verderben. Es wird immer dunkler. Und dunkler, und dunkler, dunkler. Und wir sind direkt vor der Luke. Lass mal die Kamera ein bisschen schwenken. Weil normalerweise scheint da nämlich noch Licht aus dem Fensterchen raus. Seltsam. Jetzt, ha. Hatte mal kurz die Kamera geschwenkt, war bestimmt nur ein Streaming-Fehler. Ja, jetzt seht ihr's. Jetzt seht ihr die Luke in ihrer vollen, ihrer ganzen Pracht mit Lichtschein aus dem Fensterchen. Ja, was ist das für eine Luke? Ich schätze, das ist eine Anspielung definitiv an die Mystery-Serie Lost von wann war das? Lost 2007 oder so, ne? Weil, die Insel in Lost ist ja zum Schluss, ich meine, ich kann es jetzt spoilern, meisten müssten es gesehen haben, die Insel ist ja zum Schluss, im Meer auch versunken, von daher macht es auch nochmal extra Sinn. Auch wenn die an Land wäre, würde es auch Sinn machen, aber egal. Hier hat sich Rockstar nochmal sehr an die Geschehnisse in der Serie gehalten. Und das passiert, wenn er zu nah rankommt. Ganz böse. Dann verliert er nämlich Gesundheit. Also nicht zu nah ran an diese verdammte Luke. Ja, ihr wisst Bescheid, wo das Ding ist. Wie in Lost unter Wasser. Ganz zum Schluss. Und mal kurz zur Info. In Lost war das ja die Luke, wo es denn zum Bunker ging. Praktisch, das war der Bunkereingang von der Dharma-Offensive oder Dharma-Corporation. Die hatte da so einen riesen Bunker unter der Erde. Und warum scheint er Licht? Ganz einfach, weil in der Serie in Lost hat da so ein Typ gewohnt, der hieß Desmond. Ja, so ein Überbleibsel, glaube ich, irgendwie von der Dharma-Offensive. Wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und die Luke hatte, glaube ich, John Locke gefunden am Tag. Und bei Nacht hat er dann auch gesehen, wie da auf einmal Licht rausscheint, so ein geheimnisvoller Lichtstrahl. Und dann irgendwann, wo die geöffnet haben, sind da dann die Leute, die da gestrandet sind, nee, Quatsch, mit dem Flugzeug abgestürzt sind,
sind dann in den Bunker und haben sich dann mit den, haben den Desmond getroffen und dann ist ein zum anderen gekommen und alles ist scheiße geworden. Ja, und nicht nur wegen Lost, also ich meine, das, nee, Quatsch, die Luke, die gab es nicht nur in San Andreas schon, als Anspielung an Lost, sondern auch in einer Menge anderer Games. Und zwar, das war einmal X-Men Origins Wolverine, dennoch in Just Cause 2 war das so eine nicht näher benannte Insel. Dann war es noch in StarCraft 2, kam die Luke auch nochmal vor. In Call of Duty Modern Warfare 3. Und nochmal in World of Warcraft Add-on Wrath of the Lich King. Ja, in diesen vielen verschiedenen Games kam die Luke aus Lost vor. Ups. Eine Menge Lost-Fans. Und jetzt auch noch die Rockstars. Oh oh. Oh oh. Fucking high. Was hab ich denn? Mist, ich hab noch nicht mal ein Messer. Scheiße. Ich glaube, jetzt werde ich zum mindestens vierten Mal vom Hai gefressen. Ja, was soll's. Kriegt er noch einen kleinen Haikampf zu sehen. Nicht nur ein Tutorial, wie ihr das Easter Egg hier findet. Sondern auch, wie Franklin wahrscheinlich von einem Hai gefressen wird. Ich versuche ihn tot zu boxen. Das Mistvieh, wo ist der? Da. Komm her, du Bastard. Schnapp dich. Er ist ein bisschen aggressiv, muss ich sagen. Scheiße. Komm her. Kommst du her. Hat der jetzt Angst vor mir, oder was? Lass dich doch mal prügeln. Nein! Mann. Ach, fucking hell. Leute, ich bin raus. Ihr haut rein. Ich bin raus. Bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen.